Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zum Gottesdienst am heutigen Erscheinungsfest. Es gibt Menschen, Orte oder Momente, die haben eine ganz besondere Ausstrahlung. Die sind von etwas erfüllt, das nicht verborgen bleiben kann. Von der starken Strahlkraft, die von Jesu Geburt ausging, spricht das heutige Fest der Erscheinung. Griechisch Epiphanias. Bild dafür ist der helle Stern, der drei weise Männer aus dem Orient an die Krippe geführt hat. Sie haben das Licht erkannt, das mit Jesus über der Dunkelheit der Welt aufgegangen ist. Noch heute werden Menschen von seinen Strahlen berührt und getroffen. Gott hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, sagt der Apostel Paulus. Wer diesen Schein in sich spürt, der wird selber zum Lichtträger. Der kann die Botschaft nicht für sich behalten, sondern ist so erfüllt von der Liebe Gottes und der Freude darüber, dass er es weitersagen und weitertragen will. Wir sind beisammen im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir beten mit Worten aus Psalm 72. Sie finden ihn unter der Nummer 906. Gott, gibt dein Recht dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn. Dass er dein Volk richte in Gerechtigkeit und deine Elenden nach dem Recht. Lass die Berge Frieden bringen für das Volk und die Hügel Gerechtigkeit. Die Könige von Tarsis auf den Inseln sollen Geschenke bringen. Die Könige aus Saba und Seba sollen Gaben senden. Alle Könige sollen vor ihm niederfallen und alle Völker ihm dienen. Denn er wird den Armen erretten, der um Hilfe schreit, und den Elenden, der keinen Helfer hat. Und durch ihn sollen gesegnet sein alle Völker, und sie werden ihn preisen. Gelobt sei Gott, der Herr, der Gott Israels, der allein Wunder tut. Gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich. Und alle Lande sollen seiner Ehre voll werden. Amen.
Gott, ein Kind ist angekommen, dein Kind Jesus. Auf einmal leuchtete ein Stern in der Dunkelheit. Auf einmal war da Hoffnung und Licht, ganz viel Licht. Gott, ich weiß, Jesus ist auch für mich da, damit ich Licht habe und Freude und Hoffnung. Und doch spüre ich das nicht immer. Manchmal ist es dunkel in mir. Manchmal sehe ich den Weg nicht. Ich bitte dich, sei mir Licht auf meinen Wegen, heute, am Anfang dieses Jahres und in den Monaten, die vor mir liegen. Amen. Als Schriftlesung hören Sie einen Abschnitt aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem, in Judäa. Denn so steht geschrieben durch den Propheten Micha: Und du, Bethlehem, im Lande Juda, bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her bis über dem Ort, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrte. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Thank you.
Liebe Gemeinde, reiche und mächtige Männer knien vor einem kleinen Kind. Und sie bringen das Teuerste, was es auf dem damaligen Markt zu haben gab. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Die Geschichte der Weisen aus dem Morgenland ist uns allen wohl vertraut. Vielleicht zu bekannt. Vielleicht so geläufig, dass wir gar nicht mehr sehen, welche Provokation darin liegt. Unser heutiger Predigttext ist nicht die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland. Eine Predigt über diese Erzählung können Sie morgen beim Gottesdienst mit Pfarrer Volker Adler hören. Aber der heutige Predigttext aus dem 1. Korintherbrief, er kann uns hellhörig machen für jene Provokation, die in diesem Bild von den Weisen aus dem Morgenland steckt. Wir hören nun aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 26 bis 31, nach der neuen Genfer Übersetzung. Seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt. Nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen gilt. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Ist es bei euch nicht genauso, dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid? Das verdankt ihr nicht euch selber, sondern Gott. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Liebe Gemeinde, Gott fordert die Gemeinde in Korinth auf, sich in ihrer eigenen Umgebung umzusehen. Welche Art von Menschen hat Gott denn erwählt? Wer gehört zur christlichen Gemeinde? Wer glaubt an Jesus Christus als seinen Herrn und Bruder? Nach menschlichen Maßstäben betrachtet sind es nicht viele kluge, gebildete, mächtige oder Menschen von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, Gott hat diejenigen erwählt, die in den Augen der Welt ungebildet und schwach sind. Gott hat es getan, um die vermeintliche Klugheit und Stärke der Welt zunichte zu machen, sagt Paulus. Gott hat diejenigen erwählt, die in dieser Welt als unbedeutend und verachtet gelten. Gott will damit aufzeigen, wie nichtig die Dinge sind, die den Menschen so wichtig sind. Niemand soll sich vor Gott mit vermeintlichen Vorzügen und Leistungen brüsten können. Liebe Gemeinde, diese Aussage des Paulus ist herausfordernd. Sie stellt die Wertigkeit von Leistung und Wissen in Frage. Ist etwa die geistige Leistung nichts mehr wert? Ist die berufliche und gesellschaftliche Leistung bedeutungslos? Paulus scheint hier in ein gefährliches Spiel einzusteigen. Der Philosoph Peter Biri betont, wie wichtig Leistung für uns Menschen ist. Er sieht die Bedeutung von Leistung darin, dass wir dadurch eine gewisse Sicherheit erlangen und nicht in ständiger Abhängigkeit leben müssen. Leistung ermöglicht es, dass wir uns in der Wertschätzung anderer Menschen spiegeln
und dadurch entwickeln wir ein Gefühl für unseren eigenen Wert. Durch unsere Leistung können wir uns als wertvolle Glieder der Gemeinschaft wahrnehmen. Ist das alles etwa nichts wert? Kann es im Sinne Gottes sein, die Möglichkeiten und Begabungen und Stärken, die Gott uns mit auf unseren Lebensweg gegeben hat, zu verachten? Nein, ich denke nicht, dass das die Absicht des Paulus ist. Was aber bezweckt Paulus mit seiner Provokation? Paulus reagiert damit auf Entwicklungen in der Gemeinde von Korinth, die sich seiner Meinung nach immer mehr von der Botschaft des Kreuzes entfernt. Manche in der Gemeinde rühmen sich nämlich ihrer spirituellen Erkenntnisse. Sie fühlen sich über die anderen erhaben. Sie fühlen sich als bessere Christen und die anderen als Christen zweiter Klasse. Paulus versucht mit all seiner Überzeugungskraft durch seine Briefe dagegen zu wirken. Und dabei ist für ihn die Botschaft des Kreuzes ganz elementar. Das Kreuz Christi steht für ihn für Liebe und Versöhnung und eben nicht für Macht und Herrschaft und Größe. Auch Paulus hat zunächst einmal um ein angemessenes Verständnis des Kreuzes ringen müssen. Wir wissen alle, er war ein Christenverfolger ursprünglich. Aber dann hat er erkannt, dass Gott den Weg des Leidens und Scheiterns gegangen ist in Jesus. Das Kreuz zeigt nun für ihn, dass Gott sich erniedrigt hat und dass er im Leiden an der Seite der Menschen bleibt. In der Schwachheit liegt nach Paulus die Chance, die Kraft Christi für sich zu entdecken. Freilich, das Kreuz Christi ist vielen Menschen heute unverständlich und wir müssen zugeben, dazu hat auch die Kirche nicht unwesentlich beigetragen. Die Kirche hat oft das Kreuz mit Macht und Herrschaft verbunden. Sie hat es zu einem Symbol gemacht für die Überlegenheit des Christentums über andere Religionen und Kulturen. Aber damit hat die Kirche das Kreuz ganz falsch verstanden. Denn das Kreuz ist ein Zeichen, ein Symbol der Versöhnung und der Liebe. Im Zeichen des Kreuzes kann sich niemand über einen anderen Menschen erheben. Oder er missbraucht eben das Kreuz. Paulus möchte, dass die Starken im Angesicht des Kreuzes erkennen, wie wichtig es ist, demütig zu bleiben. Demütig zu sein, trotz all des Wissens, trotz all der Erfolge, trotz all der Macht und allem Einfluss. Und Paulus sagt, das Kreuz gilt für alle, für die, die etwas sind und für die, die als nichts gelten. Das Kreuz führt die Gemeinde zusammen, sucht Versöhnung für alle Menschen. Die Geschichte der Weisen, die vor dem Kind in der Krippe knien, die verbindet in diesem Sinne arm und reich, mächtig und schwach. Ich lese gerade ein wunderbares Buch von Ottfried Preußler, Die Flucht nach Ägypten. Und in diesem Buch verlegt Preußler diese Geschichte von der Flucht nach Ägypten ins Böhmen des 19. Jahrhunderts. Als die heilige Familie die Grenze in einer Nacht überquert hat, heimlich, da macht sie Station in einer kleinen Dorfkirche in Böhmen. Und in dieser Nacht erscheinen der heiligen Familie alle Heiligen Böhmens, unter anderem auch König Sigismund, ein Heiliger in Böhmen. Und als er vor dem Christuskind niederkniet, um es anzubeten, setzt er seine Krone ab. Ein Zeichen dafür, dass er demütig sein will, dass er weiß, seine Macht
ist nur ganz begrenzt. Die Geschichte von den Weisen, die zum Christuskind kommen, sie zeigt, dass Gott in Jesus für alle Mensch wurde. Diese Botschaft tut der Welt gut, denn sie spielt nicht die Starken gegen die Schwachen aus, sondern sucht Versöhnung und Liebe und Gerechtigkeit für alle Menschen. In jedem Gottesdienst soll diese Botschaft verkündet werden. Sie ist der Kern unseres christlichen Glaubens. Das Kreuz Christi steht für Barmherzigkeit und Liebe und Versöhnung. Und das soll in jedem Gottesdienst spürbar werden. Lasst uns also die Herausforderung annehmen, die in der Geschichte der Weisen und in der Botschaft des Kreuzes liegt. Lasst uns demütig bleiben, uns niemals über andere Menschen erheben, sondern lasst sie uns mit den Augen der Liebe Gottes sehen. Lasst uns nach Gerechtigkeit, nach Frieden, Versöhnung streben, für alle Menschen unabhängig von ihrem Status und unabhängig von ihrer Leistung. Amen. Im Glanz des Lichtes, so scheinst du auf, Gott, und durchdringst alles, was lebt. Wahres Licht in Christus, unser Morgenstern, lässt du alles Dunkel schwinden. Was dich verbarg, klärt sich zur Spiegelung deiner Liebe. Wahres Licht erstrahle in der Welt und erleuchte die Enttäuschten, dass sie sich nicht aufgeben, die Verbitterten, dass sie nicht lieblos werden, die Gehetzten, dass sie endlich Ruhe finden, die Gequälten, dass sie Erbarmen erfahren,
die in sich selbst verhärteten, dass sie sich öffnen können und deinen ewigen Glanz spüren. Wahres Licht erstrahle in der Welt, geh auf und verwandle Gewalt in Vergebung, Selbstsucht in Demut, Profitgier in Freigebigkeit, Hass in Verständnis, Verzweiflung in Sehnsucht. Wahres Licht, lass uns in dir stehen und in dir strahlen, in dir atmen und in dir lieben, in dir hoffen und in dir wirken, in dir treiben und in dir ruhen, in dir leben und sterben und auferstehen. Licht geworden im Licht. Amen. Wir beten weiter mit den Worten des Vaterunsers. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dich und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Musik.